Die beste zweite Liga der Welt aller Zeiten ist zurück. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspieldebüt gegen Hertha BSC. Ich begrüße alle Medienvertreter, die heute hier sind und natürlich alle Fans, die sich den Stream reinziehen wollen. Und genauso herzlich Chris Weber, unseren Sportdirektor, und Danny Thune, den Cheftrainer. Tja, es geht wieder los und gleich gegen einen der größten Namen, den diese Liga zu bieten hat. Wie fühlt sich das an für dich, Chris? Ja, fühlt sich gut an. Wir haben Bock, wir sind motiviert, wir freuen uns auf den Saisonstart. Und ich glaube, mit Hertha kommt ein sehr, sehr attraktives Kaliber gleich zu uns in die Arena. Und dementsprechend freuen wir uns auf einen attraktiven Gegner, auf ein gutes Spiel. Und ich hoffe, wir können unsere Heimserie weiter ausbauen und die Arena weiter zur Festung ausbauen. Danny, auf der imaginären Spielbereitschaftsskala, wo bist du da mit deinen Jungs angekommen im Augenblick? Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir haben in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet. Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben alle Bausteine abgearbeitet, die wir uns vorgenommen haben. Erwartungsgemäß haben alle Spieler auch mitgezogen. Und ja, jetzt gilt es natürlich, morgen Abend zu schauen, wie weit sind wir vorbereitet, auch für den Zweitliga-Alltag. Testspielergebnisse sind das eine, aber ich fand, dass wir grundsätzlich auf einem guten Weg sind, Neuzugänge gut eingebunden haben. Ja, und das, was Chris gerade gesagt hat mit Hertha BSC, ist es, glaube ich, da wird eine Mannschaft kommen, auf die sich alle anderen Mannschaften in der Liga auch freuen. Das Stadion wird gut gefüllt sein und Attraktivität der Liga ist definitiv durch die Namen ja auch gestiegen. Ja, Stadion gut gefüllt. Dazu kann ich sagen, dass wir mit ca. 37.000 Besuchern in der Arena rechnen. Am Samstag Anpfiff 20.30 Uhr ist das Topspiel dieses ersten Spieltags. Darunter sind dann tatsächlich 10% Berliner oder Fans der Hertha. Diese Ticketsanzahl ist im Vorverkauf nach Berlin gegangen. Ja, normalerweise klären wir an diesem Punkt gleich zu Anfang der PK immer die Personallage. So viel ist es diesmal nicht, ne, was wir da klären müssen. Nee, auch vielleicht erstmal erfreuliche Nachrichten. Wir hatten ja mit Tim Oberdorf seit der Sommerpause dann auch einen Spieler, der am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt ist, was natürlich einen Zeitraum von bis irgendwie definieren kann und auch eine längere Ausfallzeit mit sich ziehen kann. Aktuell ist es aber so, dass er langsam wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, dass er isoliert mit Engin arbeitet, mit unserem Reha-Trainer. Ja, und der Wunsch, die Hoffnung natürlich da ist, dass er in den nächsten Wochen wieder so aufgebaut ist, dass er auch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Fühlt sich gut. Ich habe ihn gestern auch mal gefragt. Wir haben ja noch einen offenen Kaderplatz, ob er den besetzen möchte. Und da sagte er nur drauf, dass er für 30 Minuten Bankluft hätte. Also von daher sehen wir gerade aktuell, wo er steht, dass es noch ein bisschen dauern wird, dass wir geduldig sind. Aber ich glaube, völlig normal nach der Schwere der Erkrankung auch. Da möchte ich euch gerne reinnehmen in die Runde und die Fragemöglichkeit freigeben. Wer möchte denn gerne? Gianni mit der ersten Hand. Gianni Costa für die RP. Ja, Chris, wenn du in unsere vertraute Runde jetzt hier eingedrungen bist vor diesem Spieltag, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie der Stand der Dinge ist. Vielleicht für dich eine langweilige Frage, für viele da draußen natürlich spannend. Wann gibt es weitere Zugänge? Ja, wann genau das der Fall sein wird, kann ich leider hier an der Stelle noch nicht verraten. Ich kann aber verraten, dass wir wirklich im Hintergrund hart daran arbeiten, unsere Mannschaft sowohl quantitativ als auch qualitativ nochmal zu verstärken. Und wir haben die Baustellen, die wir noch haben, wenn man sie so nennen darf, die haben wir erkannt. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei offene Positionen, die wir nachbesetzen werden und auch müssen. Wir sind jetzt aktuell mit einem 19-Mann-Kader dann, glaube ich, morgen unterwegs. Und wie gesagt, da sind noch ein, zwei Planstellen offen. Wir versuchen das so schnell wie möglich umzusetzen. Aber ich glaube, dass wir uns die nötige Zeit einfach dafür nehmen müssen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und wir sind als Zweitligist immer ein Stück weit auch abhängig davon, was andere Vereine machen. Da sind wir nun mal in der Nahrungskette aktuell. Und dementsprechend ist noch ein kleines bisschen Geduld gefragt. Aber wir sind im Hintergrund wirklich daran, die Dinge so schnell wie möglich umzusetzen. Aber ich glaube, es wäre einfach fahrlässig, jetzt, sage ich mal, sich so ein Stück weit dem Druck zu unterwerfen oder dem Ruf nach Neuzugängen, sondern wir wollen die bestmöglichen Entscheidungen für unseren Kader treffen. Und das wird die Aufgabe in den nächsten Wochen sein. Und
da kann es auch passieren, dass es dieses Jahr mal der Fall sein wird, dass man die Transferperiode tatsächlich ausreizen muss. Sprich, es sind noch über 4 Wochen, in denen wir Zeit haben, Neuzugänge zu verpflichten. Und die nötige Zeit werden wir uns nehmen, um die bestmöglichen Entscheidungen für unseren Kader zu treffen. Kannst du nochmal ganz schnell dann die Baustellen mit Namen nennen? Ja, mit Namen oder mit Positionen? Beides. Mal würde ich beides mitnehmen. Ja. Mit Namen leider nicht, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir auf jeden Fall auf den Flügelpositionen aktuell noch zu dünn besetzt sind. Wir haben da Möglichkeiten, ein Stück weit Jungs einzusetzen, die in der Vergangenheit da schon auch gespielt haben, aber haben bedingt dadurch, dass wir mit Niklas Szybnowski und mit Pettersson da auch 2 Spieler abgegeben haben. Da ist mit Sicherheit Bedarf. Und ich glaube, ganz generell in der Offensive wünscht sich unser Trainer schon noch die ein oder andere Alternative. Und dementsprechend sind das so die Baustellen. Also grundsätzlich bevorzugt in der Offensive. Sebastian Hochreiner für die Bild. Herr Thun, Planstellen gibt's oder gab's auch in der Kapitänsfrage beziehungsweise zweiter oder dritter Kapitän und im Mannschaftsrat? Wie ist da jetzt die Besetzung einen Tag vor dem Start in die Saison? Es geht einher damit, dass wir ja noch nicht komplett sind. Ich habe ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass die Zusammenarbeit mit André sehr gut war in der abgelaufenen Saison, dass wir sicherlich auch einige Probleme hatten, Probleme vielleicht auch manchmal in der Kommunikation, deswegen muss man vielleicht auch mehr miteinander reden, das haben wir getan und ich finde, dass er einen sehr hohen Stellenwert innerhalb des Vereins der Mannschaft genießt, dass er für mich ein ganz, ganz wichtiger Führungsspieler auf dem Platz ist und mein verlängerter Arm. So, relativ einfach gemacht, wir haben ihn als Kapitän bestätigt, ich glaube, das haben wir als Verein auch mit der Vertragsverlängerung dokumentiert, dass er ein wichtiger Baustein ist und das Gleiche verhält sich mit Marcel Sobotka auch, also Marcel Sobotka jetzt als Stellvertreter. In der vergangenen Saison hatte ich 2 Stellvertreter und die zweite Position ist offen aktuell noch und ja, das behalte ich mir einfach vor, bis zum Ende der Vorbereitung auch zu sehen, wer verlässt uns noch, wer kommt noch dazu. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, davon auch oder die Chance zu nutzen, wenn noch ein Spieler dazu kommt, der Verantwortung tragen kann, das auch ihn da in den Vordergrund ein wenig zu schieben. Deswegen, die beiden sind in erster Linie jetzt meine Ansprechpartner, werden natürlich unterstützt von dem einen oder anderen in der Mannschaft. In der Vergangenheit war es dann ja auch, dass Jordi De Weijs und Matthias Zimmermann dem Mannschaftsrat angehörten. Sie tragen immer noch die Verantwortung, aber mit den Spielern stehen auch noch die Gespräche aus, ob sie das ein weiteres Jahr machen wollen, weil sie das auch in der vergangenen Saison zum ersten Mal bekleidet haben, das Amt. Also ich denke, da lasse ich mir einfach noch die Zeit. Habe eine sehr flache Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Ich habe Führungsspieler auch, die sich nicht über einen Mannschaftsrat definieren. Wenn ich an Daniel Ginczek denke, Felix Klaus, Emanuel Ioa, der auch Verantwortung übernimmt, langsam wächst, Florian Kastenmeier. Also ich kann mich mit sehr vielen Spielern austauschen und werde final dann diesen Kreis auch besetzen, wenn der Kader komplett steht. Dann Norbert Frings, Freelancer. Wenn es um die Eingespieltheit geht, könnte es ja ein kleiner Vorteil sein, dass noch nicht ganz viele Spieler in die Mannschaft integriert werden mussten. Ist das ein Vorteil gegen eine Mannschaft, die vielleicht mehr Veränderungen hat wie Hertha BSC? Ja, das bleibt abzuwarten. Ich glaube, um auf Hertha BSC zu kommen, dass sie natürlich viele Spieler auch verpflichtet haben, viele Spieler abgegeben haben, aber immer noch in der Lage sind, sich halt auch Spieler aussuchen zu können. Und da schreien, glaube ich, noch ein paar mehr, dass sie die Farben der Hauptstadt tragen wollen und auch können und würden sicherlich auch einiges dafür tun, um für die Hertha zu spielen. Sie haben auf dem Transfermarkt sich mit Spielern verstärkt, die zweite Liga auch kennen. Ich finde, gute Spieler natürlich auch behalten in Berlin. Ich glaube, aufgrund des frühen Abstiegs konnte man sich auch eher darauf vorbereiten. Pal Dardai, der den Verein nicht kennenlernen muss, sondern ihn in- und auswendig kennt, hat den Kader dann vielleicht auch nochmal so besetzt, dass er vielleicht deutlich weiter ist als andere Absteiger. Aber dann kommen wir auf uns. Ich glaube auch, dass wir in dieser Vorbereitung gesehen haben, dass die Struktur stimmt. Und auch wenn das oder die Frage immer wieder auftaucht, wann kommen Neuzugänge? Ich glaube, wenn man meine Spieler fragt, die sagen, dass sie sehr, sehr eng zusammenstehen, dass sie noch enger zusammengerückt sind, dass sie viele Abläufe kennen, sich noch besser kennen. Wir haben sehr viele Spieler auch, die polyvalent einsetzbar sind. Also wir müssen uns gar nicht Sorgen machen, wenn einer ausfällt, dass nicht ein anderer die Position bekleiden kann. Und das hilft uns zumindest, gerade in Abläufe vielleicht reinzukommen, die auch in den letzten 1,5 Jahren sich entwickelt haben. Es wird weiterhin ein Prozess bleiben. Aber ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind für morgen Abend. Wir werden sicherlich den morgigen Tag nicht daran messen, im Ergebnis, ob das alles gut war, was wir vorher gemacht haben. Aber ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Und die Vergangenheit hat eigentlich auch gezeigt, dass Mannschaften, die länger zusammen sind und auch mit ihrem Lübensleiter länger zusammenarbeiten, dass wir dann sich häufig auch im ersten Drittel der Tabelle wiederfinden und eine ganz gute Voraussetzung für uns morgen Abend auch, dass es keine Überraschung gibt.
Sebastian, du hast dich um das Mikro gebettelt mit Norbert. Du bist jetzt dran. Ich habe aufgegeben, aber jetzt bin ich ja dran. Herr Thune, es ist wenig überraschend, dass jetzt die Gerüchteküche um Emma Joa so ein bisschen zu brodeln beginnt. Auch wenig überraschend, dass es mit Bochum ein Verein ist, gegen den er vor einer Woche nicht ganz so schlecht gespielt hat. Wie sehen Sie die Situation um ihn? Wir hatten vor einem Jahr das Beispiel David Kownacki. Da haben Sie immer gesagt, ich will, dass der Junge auf jeden Fall da bleibt, und haben sich dann auch durchgesetzt, falls es da was durchzusetzen gab. Wie ist es bei Emma? Wie ist es bei Emanuel? Also ich habe es jetzt auch nur medial verfolgt. Also bei mir ist noch nichts hinterlegt worden, dass der Spieler eine Offerte hat von einem Bundesligisten. Ich glaube, dass alle Spieler sich immer mit ihren Möglichkeiten auseinandersetzen sollten. Und wenn da was reinflattert, dann müssen wir das auch als Verein tun. Emma kenne ich ja jetzt schon auch viele Jahre, habe seinen Weg begleitet, auch aus der Ferne gesehen, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, die letzten anderthalb Jahre unserer Zusammenarbeit haben ihm gut getan, die letzten 6 Monate insbesondere. Ich glaube, ich weiß, wie ich den Spieler zu nehmen habe, und der Spieler weiß, was er bei mir bekommt, was er von dem Trainerteam bekommt und was er von der Mannschaft bekommt. Und ja, wenn er mal so ein Spiel abliefert wie vergangene Woche, ja, dann wäre ich auch an Bochumer Seite, wäre es ja auch komisch, wenn man nicht über so einen Spieler stolpern könnte oder sollte, wenn er so performt. Und deswegen auch gar nicht weitergedacht. Emma ist ein Teil unseres Kaders, wird voraussichtlich auch morgen Abend auf dem Platz stehen. Also dafür hat er sich natürlich jetzt auch qualifiziert, und deswegen macht es auch erstmal gar nichts mit mir. Und Emma wird dann sicherlich auch das Gespräch suchen, sofern da ein Interesse hinterlegt ist. Aber ich glaube, er fühlt sich sehr wohl aktuell. Wir haben immer gesagt, dass er in seiner Heimatstadt auch am liebsten Fußball spielt. Er ist jetzt aktuell Stammspieler. Also da würde ich mehr Gedanken machen, ob ich hier nicht länger und alt werde, als dass ich schon nach was anderem strebe. Chris, darf ich die Frage nach Emma kurz an dich weitergeben, weil du ja mit ihm auch speziell über vertragliche Inhalte sprichst. Gibt es da vielleicht Annäherungen oder generell einfach der Stand? Oder nee, ein Versprechen, dass er bleibt? Was so? Das müsstest du dann schon ihm abnehmen, das Versprechen, dass er bleibt. Das kann ich leider in seinem Auftrag nicht geben. Aber ich glaube, Daniel hat gerade schon sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Ich glaube, Emma fühlt sich sehr, sehr wohl. Ich glaube, Emma ist auf einem hervorragenden Weg, den er jetzt beschritten hat, hat sich in seiner Entwicklung wirklich auf das nächsthöhere Niveau begeben. Und dem gilt es, Rechnung zu tragen. Ich glaube, wir sind da in einem guten Austausch. Ich habe selber mit Emma noch zusammen auf dem Fußballplatz gestanden und gespielt. Von daher, wir haben einen guten Draht zueinander, aber da gibt es jetzt weder eine Wasserstandsmeldung dahingehend, dass ein Angebot reingeflattert ist gegebenenfalls, noch gibt es eine Wasserstandsmeldung, wie es mit einer Vertragsverhandlung aussieht. Wir sind da in einem guten Austausch und freuen uns jetzt erstmal auf das erste Spiel gegen Hertha BSC Berlin, und dann werden wir mit Sicherheit auch zeitnah mit Emma Gespräche führen. Gianni Costa war der Nächste. Ja, Stichwort nochmal Berlin, was die Mannschaft angeht, Herr Thune. Wir haben mehrfach in der Vorbereitung über das üppig besetzte Mittelfeld geredet. Wird Sie das auch gegen Hertha jetzt in die Situation, in die Lage bringen, dass Sie sagen, da wollen Sie möglichst viel zeigen, was Sie da an Input-Output geben können mit Ihrer Mannschaft? Oder kann man sich darauf einstellen, dass da noch Variationsmöglichkeiten denkbar sind? Ich sage ganz offen, ich bin noch nicht mal final mit der ersten Elf. Also ich habe jetzt schon ein paar unruhige Nächte gehabt, weil ich wirklich eine gute Fortuna-Mannschaft gesehen habe und jeden Einzelnen auch gut, und werde schwere Entscheidungen treffen müssen. Und dann sind es jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich auch Entscheidungen gegen Spieler für das erste Spiel. Aber das kann sich auch sehr, sehr schnell verändern. Deswegen ist schon klar, was ich spielen möchte, auch morgen Abend. Ich möchte auch, ist schon klar, in welcher Struktur wir verteidigen wollen, in welcher Struktur wir auch angreifen wollen. Die Spieler sind noch nicht final. Ich glaube, dass ich irgendwo dann auch dem Rechnung tragen muss, dass überall ein Überangebot da ist. In den letzten Wochen, Sie haben es ja auch verfolgt, also ich habe dann immer noch den einen oder anderen Wechsel vorgenommen. Aber ich habe auch immer wieder die Bestätigung gesehen, dass es wirklich gut ist, ob es die Innenverteidiger sind, die ein bisschen gegeneinander gebettelt haben. Ich fand, offen gesagt, dass André schon seinen Platz, nicht nur aufgrund des Kapitänsamts, sondern auch aufgrund seiner Qualität und seiner Leistung in der Vorbereitung sich verdient hat. Jordi wieder auf einem guten Löffel ist, also allein die 20 Minuten gegen Bochum waren schon top. Jamil Sieler deutlich stärker ist als erwartet. Ja, und im Mittelfeld habe ich genauso über die 5 Zentralen gesprochen. Also davon dann 2 oder 3 nur spielen zu lassen,
ist eine schwere Entscheidung, aber es sind ja Entscheidungen, über die freue ich mich. Und auch wenn das Thema dann immer nach unserer Kaderbreite kommt, Sie sehen, dass ich trotzdem immer noch schwere Entscheidungen treffen muss. Und das trifft natürlich auf die Offensivspieler und die Stürmer vorne auch noch zu. Sind das Entscheidungen, die Sie aber treffen, aufgrund von, also vor allen Dingen dann am Ende hauptsächlich so Gefühlseindrücken, also so ein Bauchgefühl, das man dann mitnimmt? Gucken Sie nochmal auf Zahlen? Haben Sie nochmal einen Beraterstab um sich rum? Wie funktioniert dann jetzt diese finale Entscheidungsfindung? Ja, ist grundsätzlich, dass ich die Co-Trainer mit einbinde. Wir sind ja dann auch zu dritt, Jan Höppner und Manfred Steves, die natürlich auch Formationen favorisieren, Ordnungen favorisieren. Da sind wir uns auch relativ einig. Was Spieler betrifft, haben wir natürlich unterschiedliche Auffassungen. Am Ende des Tages trage ich die Verantwortung. Ich lasse mich gerne von ihnen inspirieren, aber bin dann selber klar als Überzeugungstäter, dass ich die für mich Besten auf den Platz stelle, die für das Spiel wichtig sind oder auf dem Platz stehen sollte. Deswegen dann wieder eine Entscheidung für die Jungs und nicht gegen die anderen. Dann passt der eine vielleicht besser zu dem anderen. Das ist der letzte Prozess. Ich habe heute Abend noch Zeit, werde mir noch mal ein paar Bilder von Hertha anschauen, werde noch mal schauen, in welchen Räumen wir auch wirklich Gefahr ausstrahlen können und mit welchen Spielern im besten Fall. Und ich weiß, dass das Spiel Veränderungen auch braucht und dass ich diese Veränderungen auch schon im Kopf habe, wenn was nicht in die Richtung läuft, wie ich es mir wünsche, oder halt auch dann positiv, um darauf reagieren zu können. Also so ein paar Schubladen sind da noch offen mit ein paar Werkzeugen, die ich dann im Laufe des Spiels auch einfließen lassen kann. Und deswegen soweit erstmal, dass die neben mir sind, meine Co-Trainer, Einfluss drauf nehmen, aber ich final entscheide. Norbert Krings. Schränkt die Qualität des Gegners das offensive System auch ein bisschen ein, sodass man vielleicht nur mit einem Stürmer spielt und dann eventuell auch mehr Mittelfeldspieler auf dem Platz haben wird? Ja, zumindest schätze ich die Qualität des Gegners als hoch ein. Wenn wir über Favoriten in der Liga reden, dann wird der Name Hertha BSC wahrscheinlich häufig fallen. Und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass halt mehr als die Hälfte letztes Jahr noch in der Bundesliga gespielt hat und das über viele Jahre. Es wäre ja komisch, wenn man das nicht dann auch Woche für Woche erkennen müsste und erkennen kann. Ich glaube aber, was umso wichtiger ist, dass wir als Fortuna Düsseldorf bei uns bleiben. Also ich werde es in dieser Saison sicherlich auch mal so halten, dass der Gegner eine Rolle spielt. Aber ich werde nicht abhängig vom Gegner machen, welche Spieler auf dem Platz stehen. Also dafür, finde ich, wird mir einfach zu viel angeboten. Und mittlerweile sind wir auch klar in dem, was wir haben wollen. Wir haben in der Vergangenheit immer angepasst, was sein kann. Das werden wir auch weiterhin. Aber die Hertha wird jetzt nicht, es wird nicht dazu führen, dass ich dann sage, wir müssen jetzt unbedingt mit einer Dreierkette spielen, weil die Hertha zwei Stürmer auf den Platz bringt. Ich glaube, das wäre nicht angebracht. Also ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir werden mit einer Viererkette dann auch morgen spielen, weil wir die Vorbereitung auch immer nur mit Zweien gespielt haben. Deswegen die schwere Entscheidung gegen einen der Innenverteidiger. Aber dass ich mich jetzt ausschließlich auf Hertha einlasse, ich respektiere den Gegner, habe eine sehr hohe Meinung von Paul Dardai. Viele Einzelspieler, die sehr, sehr viel Qualität schon nachgewiesen haben. Aber das haben auch meine Jungs alle. Und morgen Abend ist dann das Visier ein bisschen weiter geöffnet und dann werden wir bei uns bleiben und im besten Fall auch das Spiel bestimmen und diktieren und wenn nicht, darauf reagieren. Dann Sepp. Herr Thun, wenn Sie versuchen, sich nochmal zurückerinnern, heute vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht genau, wann der erste Spieltag war, war da Ihr Gefühl oder hat sich Ihr Gefühl seitdem ein bisschen verändert, wenn Sie jetzt sagen, ich gehe jetzt in meine dritte Saison, in die zweite komplette Saison als Fortuna-Trainer, ist vielleicht das Gefühl auch besser geworden? Sie haben ja schon betont, dass natürlich alles besser zusammenwächst, je länger man zusammenarbeitet. Ja, das sollte so sein. Also ich habe auch betont, nach anderthalb Jahren, die ich hier schon Trainer sein darf, muss ja auch zu erkennen sein, wie wollen wir Fußball spielen und auf welchen Prozess müssen wir uns einlassen. Ich glaube, das macht es mir einfacher, auch in dieser Saison zu starten, aber es ist keine Garantie dafür, dass wir morgen Abend ein Fußballspiel gewinnen. Wir treffen auf einen Gegner, der eine Rolle spielt dabei. Wir werden sicherlich auch Momente haben oder wichtig wird es sein, die Qualität des Einzelnen bei uns dann irgendwo auch auf die Platte zu bringen, aufs Spielfeld morgen Abend. Und ja, wenn wir dann das große Ganze betrachten wollen, dann wünscht man sich immer so kleine Schritte, aber das ist auch eine Offenheit. Also ich werde mich sicherlich auch in dieser Saison nicht dazu verleiten lassen, das große Ganze schon zu bewerten, sondern wir werden es reduzieren auf das einzelne Spiel. Wir werden in jedem einzelnen Spiel das aufs Maximum reduzieren. Und ich glaube, die Mannschaft gibt mir ein so gutes Gefühl, dass morgen Abend nicht das Ergebnis entscheiden wird, sondern eher der Prozess, wie kommen wir zu einem Spielergebnis und was steht in den nächsten Wochen vor uns. Und dann ist es wirklich, ja, für mich ein einfacheres Gefühl, morgen Abend am Spielfeld dran zu stehen, als vielleicht am 9. Februar vor anderthalb Jahren, als ich gekommen bin und nicht wusste, was mich da erwartet. Gianni? Ja, die Frage
gar nicht in Richtung Glas voll oder Glas halb leer, aber 37.000 Zuschauer sind eben genannt worden als Zahl. Vielleicht die Frage an Sie beide. Auf der einen Seite natürlich eine unfassbar gute Zahl, auf der anderen Seite vielleicht 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hätte man sich noch mehr gewünscht. Hat man so eine gewisse Idee, warum noch zumindest etwas Zurückhaltung möglicherweise hier im Umfeld vorherrscht? Ja, ich weiß gar nicht, ob das Zurückhaltung ist. Ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen Grund, sind noch Ferienzeiten, vielleicht auch ein spätes Spiel, sodass nicht so viele Kinder teilnehmen können. Aber ja, wenn man es halb leer sehen will, glaube ich schon, dass ein paar mehr Zuschauer in der Zukunft nochmal kommen werden. Und ich glaube, wir können unseren Teil dazu beitragen, indem wir einen sehr, sehr guten Saisonstart gegen Hertha BSC Berlin morgen auf den Platz bringen werden. Und dann gucken wir nochmal, ob wir das nächste Mal nicht die 4 geknackt bekommen. Also ich bin sehr, sehr positiv und wir freuen uns auf den Auftakt. Und ich glaube, dass es morgen ein gutes Spiel sein wird. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch, dass wir Werbung dafür betreiben können, dass in Zukunft noch mehr Zuschauer in die Arena kommen werden. Viele Arbeitnehmer haben heutzutage so Zielvereinbarungen in ihren Verträgen drin. Hast du, Christian, deinem unmittelbar unterstellten Daniel Thun irgendeine Zielvereinbarung reingeschrieben, also die du von ihm erwartest diese Saison? Nee, ich glaube, dass es nicht meine Aufgabe ist, ihm Zielvereinbarungen in seinen Vertrag hineinzuschreiben, sondern ich glaube, wir arbeiten gemeinsam in eine Richtung und wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel und wir stellen uns den Zielen, die wir selber haben. Wir sind maximal ambitioniert und wir besprechen natürlich auch unsere Ziele und dementsprechend haben wir schon vor der Saison jetzt auch nochmal uns zusammengesetzt und uns Gedanken gemacht, was Ziele sein können, haben uns da mehrere kleine Etappenziele gesetzt, weil wir der Meinung sind, dass das ein guter Weg ist, den wir so gehen sollten. Und dementsprechend gibt es Ziele, die wir untereinander vereinbart haben, die ich ihm aber nicht in sein Aufgabenheft geschrieben habe, sondern die haben wir gemeinsam erarbeitet und an denen wollen wir in der Zukunft gemeinsam auch arbeiten. Gibt es da für uns vielleicht kleinere Hinweise, in welche Richtung das geht? Die kann ich leider nicht geben. Ist aber nicht besonders gesprächsbereit, Auskunftsfreude. Ja. Wie gesagt, wir sind da in einem sehr, sehr engen Austausch und ich glaube, wir drei, es wurde eben auch schon mal kurz gesagt, ich glaube, wir sind einfach auf einem ganz guten Weg und wir lernen uns von Tag zu Tag mehr kennen und wir denken von Tag zu Tag mehr in die gleiche Richtung und dementsprechend haben wir auch die gleichen Ziele und die Ziele bleiben erstmal noch unter uns. Ich glaube, dass wir einfach noch gut daran tun, auch abzuwarten, was in den nächsten 4 Wochen noch passiert, weil wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich weiß, ich war letztes Jahr, glaube ich, auch bei der ersten PK vor dem ersten Spieltag und musste die gleiche Aussage tätigen. Ist für Medien dann immer ein bisschen unbefriedigend, aber ich glaube, um eine seriöse Aussage tätigen zu können, ist es einfach auch sinnvoll, wirklich nochmal die nächsten 4 Wochen abzuwarten. Und wie gesagt, wir haben unsere Ziele, die Ziele sind maximal ambitioniert und die gehen wir für uns an und versuchen sie schnellstmöglich zu erreichen. Gibt's noch, ja? Norbert Krings nochmal. Vielleicht noch eine Frage zu den Problemfeldern der vergangenen Saison. Mangelnde Konstanz, Tempo, Laufbereitschaft. Sind das so Sachen, die Sie mehr oder weniger so im Griff sehen? Problemfelder, ich sage, es ist ja mal schwierig, wenn man Tabellenvierter in einer Saison wird, also da von vielen Problemfeldern zu sprechen. Ich glaube, wir haben ein paar Defizite aufzuweisen gehabt, also jetzt was Tempo betrifft, klar, schnellere Spieler helfen sicherlich auch, um mal Gegner überwinden zu sein, wenn wir über Tempo reden. Wenn wir über Laufdistanzen reden, sage ich, lieber einmal richtig stehen als 10-mal falsch laufen, also das können auch viele Mannschaften und da ist es sicherlich eher so ein Prozess, auf das wir vielleicht vermehrt den Fokus gelegt haben. Wir haben toi, 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 keine Verletzten aktuell. Das war auch sicherlich eine Erwartungshaltung an meine Person, wenn man nicht über Zielvereinbarungen spricht, aber eine Erwartungshaltung, dass man das reduziert an die medizinische Abteilung, an Athletikbereich. Das ist uns bisher gelungen. Wir haben definitiv auch eine Erwartungshaltung gegenüber der Mannschaft und wissen natürlich auch, dass wir trotz alledem noch viele Herausforderungen haben. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, gar nicht großartig Ziele zu definieren, sondern sich einfach auf den Prozess zu fokussieren. Als wir das erste Mal zusammengekommen sind, war die einzige Zielvereinbarung, die wir hatten, dass wir in der Liga bleiben sollten. Also die Erwartungshaltung auch von Chris und Klaus an mich gerichtet. Und die Erwartungshaltung ist jetzt an mich gerichtet, genauso wie an die Mannschaft, dass wir weiter Bock haben, Fußball zu spielen, dass wir den Leuten ein gutes Gefühl geben, dass wir uns stetig verbessern wollen und jeder Einzelne sich maximal einbringt. Und dann sind
immer Themen, die man besser machen kann, aber ich glaube, grundsätzlich waren wir in vielen Bereichen gut, aber nicht gut genug, um vielleicht auch andere Ziele zu definieren, aber wir wollen stetig besser werden und den Leuten immer ein gutes Gefühl geben und dann sind 37.000 bei uns willkommen und brauchen die 37 auch, dass sie uns unterstützen. Ich hatte gestern einen super Austausch mit den Fanvertretern auch, um auch mal eine gewisse Erwartungshaltung an uns vielleicht auch so ein bisschen aufzunehmen, eine gewisse Kritik vielleicht auch aufzunehmen, aber das Komische ist, es kommt auch viel Positives zurück, dass viele sich freuen, wie wir es gerade machen und sich sehr viele damit identifizieren können und das ist das, was wir erhalten wollen. Und dann würde ich es gar nicht runterbrechen auf Tempo, auf Laufdistanzen und Verletzungen, sondern einfach die Art und Weise, wie wir sein wollen, sollte viele Leute ansprechen und da arbeiten wir weiter fleißig dran. Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, ich wollte das nicht schlecht machen, denn der vierte Platz war wirklich ein schöner Erfolg. Ich kann Ihnen nur viel Glück und viel Erfolg wünschen. Auf was ziehen Sie jetzt vor allem im ersten Spiel ab? Ist das so, dass Sie sehen wollen, dass die Mannschaft das zeigt, was sie in der Vorbereitung auch bewiesen hat? Ja, das ist meine Erwartung, dass wir viel Intensität, viel Leidenschaft wieder auf den Platz bringen, dass wir bereit sind, uns schadlos zu halten, dass wir dem Gegner maximal wenig Ballbesitz und auch Torchancen zugestehen, dass wir selber sehr aktiv sind, dass wir einfach Spaß am Fußball wieder haben. Und ja, wenn wir Spaß am Fußball haben, dann haben die Leute Spaß mit uns. Und wir haben eine gute Vorbereitung gehabt und es wäre jetzt schlimm für mich, morgen zu erkennen, dass alles das, was wir gemacht haben, nicht gut war oder wir plötzlich was ganz anderes aufsetzen. Also da sind wir klar, aber die Jungs fühlen sich gut damit, die Mannschaft fühlt sich gut damit und ja, die Erwartungshaltung, die ich einfach nur an morgen Abend richte, ist, macht das, was ihr könnt und macht das, was wir bisher gemacht haben und dann wird es ein interessantes Spiel gegen eine gute Mannschaft und freuen uns halt auf morgen Abend. Und danke für die Wünsche und die Aussicht. Dann beschließe ich hiermit die Pressekonferenz. Nach einer sehr beschwingten Konzertsaison, die hier in der Arena stattgefunden hat, kann ich berichten, der grüne Teppich ist wieder ausgerollt worden für uns. Das Flutlicht wird auch erstrahlen. Zwei Sender übertragen live. Was will man mehr zum ersten Heimspiel? Ich hoffe, es ist auch dann erfolgreich. Alles Gute noch für diesen Tag.